Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir haben in der letzten Folge Schockierendes erfahren. Stella ist anscheinend nicht tot und so zu sehen für Frau hier geworden, sondern scheint in der realen Welt vielleicht in einer Art Koma sich zu befinden. Momentan noch bewacht von ihrer Mutter und ihrer Schwester Lilly. Deshalb ist Lilly hier an Bord nämlich auch nicht so präsent. Sie ist quasi einfach eine Stimme, die Stella in ihrem Koma-Zustand anscheinend wahrnehmen kann. Jedenfalls haben wir das in der letzten Folge am Schrein erfahren, wo Lilly uns ein paar der Bilder erklärt hat, die wir gesehen haben. Unter anderem ist Stella krank gewesen, bevor sie ins Koma fiel. Sie hat irgendeine vermutlich tödliche Krankheit, weswegen sie auch etwas schockiert reagiert hat und erst ein paar Wochen später ihre Familie kontaktiert hat, selber noch in einem Art Schockzustand. Und seitdem anscheinend hat sich ihr Zustand verschlechtert. Sie ist in ein Koma gefallen und ihre Schwester Lilly und ihre Mutter wachen jetzt an ihrem Bett. Nachdem wir das erfahren haben, kam diese Mission. Und ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Ich halte niemanden auf. Allerdings hat Stella eine gewisse Verantwortung. Da sie ja das Immerlicht von Charon bekommen hat, hat sie die Verantwortung, die Seelen hier weiterzubringen, wenn sie das möchten. Und wir haben ja nach wie vor Stanley und Buck an Bord und Jackie hier am Krankenhaus, die ich ganz gerne nicht einfach so verlassen möchte. Daher würde ich Stella tatsächlich in der Form aufhalten, dass sie nach wie vor ihrer Verpflichtung nachkommt. Ich weiß, das ist ein bisschen egoistisch, weil ich will ja natürlich auch nicht, dass die Geschichte jetzt schon endet, aber es kommt mir auch nicht richtig vor, jetzt einfach zu gehen und Stanley und Buck und Jackie hier komplett ihrem Schicksal zu überlassen. Wir kümmern uns nach wie vor um die Schutzbefohlenen. Oh, ich liebe diese Musik. Die ist so schön fröhlich. Okay, wir sollen Essen verteilen. Das kriegen wir doch hin. Nährreicher Fraß, leckerer Fraß. Ich esse es ja auch nicht. Nur, wer ist jetzt hier tatsächlich Patient? Die unten Schlange stehen, sind es ja noch nicht. Ich glaube, die beiden sind Patienten. Da ist es. Ich kann nichts für das Kantinenessen. Ich würde auch gerne was anderes geben wollen, aber... Nein! Aber ich habe ein anderes Essen für dich.
Das darfst du anklammern. Ja. Ich habe tatsächlich überlegt, muss ich gestehen. Wir hatten ja auch andere Speisen zur Auswahl. Aber ich wollte ja nicht das System hier boykottieren, auch wenn ich es nicht unbedingt gut heiße. Okay, er hat noch keinen Hunger. Die Liste der Aufträge wird immer kürzer. Ich will nicht. Lass Stella noch bleiben. Aber es wäre auch egoistisch der Mutter und der Schwester gegenüber. Nun gut, begeben wir uns zur Queste der Silberkompanie. Oh, Moment. Nein, ich höre Musik. Das machen wir doch gerne. Haben wir irgendwas zum Abgeben? Ja. Gebratenen Reis. Ja, das mit dem Reis ist momentan etwas problematisch. Gelee müssen wir mal wieder sammeln. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, und Pulsarerz ist natürlich sehr knapp. Rotlachs fehlt. EP-Trank habe ich immer noch keine Ahnung. Also, man könnte tatsächlich das Spiel jetzt beenden oder so. Oder ich weiß nicht, ob die Story dann noch weitergeht, wenn man Stella zurückbringt. Ohne dass man erfahren hat, was EP-Trank ist. Ich wäre schockiert, wenn das ginge. Ich will doch wissen, was das ist. So. Was können wir denn, wollen wir denn? Pfirsich und Mehl ist ein Nachtisch. Aber Obst mag er ja nicht. Sahne gibt's auch? Wie mache ich denn Sahne? Milch und Zucker wird ja vermutlich dann nur Milch. Süße Milch. Das wird ein Toffee. Mit Käse eigentlich schon alles ausprobiert? Ja, ne? Ich erinnere mich vage dran. So, einmal den Shuttle-Service zum Nordweiler. Der war, glaube ich, hier oben. Hier ist es Lohneberg. Nordweiler. Oh Gott, ich habe die Glocke nicht geläutet. Nein! Ich habe niemanden aus dem Bett geklingelt. Jetzt wäre doch ein Nachtisch angebracht. Bonbons. Probieren wir es mal. Ach Gott, der ist so knuffig.
Hoffentlich du auch noch. Dann sind Buck und ich ja ganz alleine hier. Ach nein. Die Beine sind so knuffig. Was denn? Nee, du stehst da jetzt dezent ungünstig. Ich muss in die Kombüse. Was denn jetzt schon wieder? Also ich kann den leider nicht anwählen. Ich weiß nicht. Du weg? Hilf bitte. Okay. Okay. Ist jetzt eine Massenflucht oder wie? Ein Käsefondue! Ich dachte nicht, dass wir das... Ich dachte, wir haben das schon mal probiert. Joghurt? Nicht doch? Bestimmt einfach nur süßer Joghurt. Das war klar. Dann Joghurt. Heidelbeerjoghurt. So, Treffen der Silberkompanie. Hast du vielleicht Reis? Nein, du hast kein Reis. Okay, na dann. Halt. Oh, ist das kalt, ist das kalt. Dann auf nach Furugawa. Menü. Ja, das habe ich vor. Ich werde das Orakel befragen, für was auch immer. Wir werden es erfahren. Urugawa war... Das. Okay. Da wird es, glaube ich, Zeit, wieder die Busstation aufzusuchen. Okay.
Irgendwie lernen wir nicht so wirklich neue Rezepte. Bei diesen ganzen Schalensachen weiß ich auch noch nicht, was ich damit soll. Kleines Schalentier. Kochen wir mal einfach so. Weiß schon gar nicht mehr, was dabei rauskam, aber wir werden es erfahren. Stanley, wie sieht's aus? Du hattest ja nur ein sehr kleines Frühstück. Ja, dachte ich mir, dass du Hunger hast. Frühstück. Pfannkuchen. Großes Frühstück. Und was ist noch wichtig? Eine Umarmung, die ich dir leider nicht geben darf. Also die Umarmung ist wichtig, nicht, dass ich sie nicht geben darf. Ziehen wir mal den Kohli raus. Tomaten gehen ja auch nicht. Ich hätte gerne mal wieder Tomaten gepflanzt. So, wir suchen das Orakel. Hinweise kriegen wir anscheinend nicht. Wie es aussieht, wie es heißt, wo es sich befindet. Dann fragen wir uns mal durch. Das könnte das Orakel sein. Oh. Okay. Hm. 185,92. Alles im Minus. Wir sind bei 92. Das war 185, oder? Ja, hier. Da müssen wir hin. Okay. Dann haben wir auch mal die Gelegenheit, uns hier unten ein bisschen umzusehen.
Wir müssen ja eh noch ein paar Beeren sammeln, fällt mir gerade ein. Hier ist noch ein Fragezeichen. Gibt es keine Beeren, aber mir fehlen noch zwei Truhen. Dann erstmal auf zum Stein. Nutzen wir die Gelegenheit und übersuchen nochmal ein paar altbekannte Orte. Gedünstetes scheint hier, okay. Mit Kartoffeln vielleicht? Ah ja, das können wir auch mal wieder machen. Halt erst zurück. Ha, hab dich. Wer versteckt sich denn hier? Hm? Da oben. Ich sehe dich. Kannst mich denn kommen? Da sind wir ja schon da. Das ging schneller als gedacht. Was machst du denn hier? Ah, du magst Pilze. Gut zu wissen. Cheetah, warte! Hier müssen also noch versteckte Wände sein, wenn wir immer noch ein paar Sachen nicht gefunden haben. Zwei Truhen fehlen uns. Oh. Komplett nach unten, Sauerei. Da ist die Truhe, ich sehe sie. Aber wie kommt man da hin? Nein!
War doch fast. Wann denn dahin? Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, noch weiter nach oben zu steigen. Hier ist kein versteckter Gang. Ha! Der Winkel macht's. Nein! Da war noch eine. So, erstmal aufladen. Das war zu früh. Uiuiuiui. Ist ja eine richtige Queste hier. Kein Wunder, dass Bug da ist. Ich hab doch den Winkel gerade schon hingekriegt. Was ist da los? Ah, okay. Erst bouncen, dann springen. Ha! Das hat hier auch funktioniert. Erst bouncen, dann springen. Damit haben wir die fehlenden Truhen. Mehr war hier, glaube ich, nicht. Ich meine, die ganzen Erze haben wir ja schon gesammelt, ne? Ich meine, wir können sie der Form halber noch zusammensuchen. Bug ist ja auch irgendwo hingeflogen. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Aber wo ist Bug jetzt hin? Schwieriger Start, aber jetzt haben wir's. Ich glaube, Bug ist in der anderen Höhle. Wo ich unten, bevor ich die Treppe genommen habe, nach rechts hätte gehen müssen. Bei den Pilzen ist er. Er führt uns hier ein bisschen durch. Hallo? Hä? Jetzt. War irgendwie gerade etwas verbuggt. Okay, die Truhe haben wir auch schon. Dann sind wir hier durch, würde ich sagen. Gehen wir uns mal zum Ausgang. Wecken wir erstmal alle an Bord. Handel brauchen wir gerade nicht. Uns geht es weiter zu Kränen AG. Allerdings, auch erst in der nächsten Folge sehe ich gerade, wir haben ja schon leichte Überlänge. Der Steinbruch hat uns gut aufgehalten. Dann würde ich sagen, besuchen wir die südlichen Regionen in der nächsten Folge. Gucken mal, was uns da erwartet. Und werden wohl Stanley nach Hause führen müssen. Aber gut, der Herausforderung stellen wir uns erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!